unsere Hilfe steht im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Willkommen zur Sonntagsandacht, heute zu Beginn der Trinitatiszeit. Es ist der grüne Sommer und grün ist eigentlich auch die Farbe der Paramente, aber unser Altar heute sieht anders aus als sonst. Denn über den Sommer fragen wir jetzt immer wieder in den Gottesdiensten, wie sollen wir leben als Christen? Was sollen wir tun? Wozu bestärkt uns der Glaube? Und an diesem ersten Sonntag nach Trinitatis geht es um die Frage der Gerechtigkeit. Das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichen Begabungen und unterschiedlichen Können und auch mit unterschiedlichen Geschichten. Es führt dazu, dass wir arm und reich haben. Darum soll es gehen heute in diesem Gottesdienst. Wir feiern ihn zusammen, unterstützt musikalisch von 4 Sängern des Männergesangvereins hier aus Stockstadt unter der Leitung von Alex Werum. Ein herzliches Willkommen. Und wie immer dürfen wir nicht singen, aber mitlesen im Liedblatt. So feiern wir im Namen unseres Gottes, des Vaters und des Sohnes und der Heiligen Geistkraft. Amen. Amen. Nicht matt werden, dass wir wandeln und nicht müde werden.
Amen. Aber wer hält sich schon daran? Jesus erzählt den Jüngern in einer drastischen Geschichte, wie die Ungerechtigkeit ausgehen wird bei Gott. Ich lese das Evangelium für heute nach der Basisbibel. Es steht bei Lukas im 16. Kapitel. Einst lebte ein reicher Mann. Er trug einen Purpurmantel und Kleider aus feinstem Leinen. Tag für Tag genoss er das Leben in vollen Zügen. Aber vor dem Tor seines Hauses lag ein armer Mann, der Lazarus hieß. Sein Körper war voller Geschwüre. Er wollte seinen Hunger mit den Resten vom Tisch des Reichen stillen. Aber es kamen die Wunde und leckten an seinen Geschwüren. Dann starb der arme Mann. Die Engel brachten ihn zu Abraham und setzten ihn an dessen Seite. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Einmal blickte er auf und sah in weiter Ferne Abraham und Lazarus an seiner Seite. Da schrie er: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir. Bitte, schick Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt. Ich leide schrecklich in diesem Feuer. Doch Abraham antwortete: Kind, erinnere dich, du hast deinen Anteil an Gutem schon im Leben bekommen, genauso wie Lazarus seinen Anteil an Schlimmem. Dafür findet er jetzt hier Trost, du aber leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er von hier nicht zu euch hinübergehen. Keiner, genauso wie keiner von dort, zu uns herüberkommen kann. Da sagte der Reiche: So bitte ich dich, Vater, schick Lazarus doch wenigstens zu meiner Familie. Ich habe 5 Brüder, Lazarus soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Aber Abraham antwortete: Sie haben doch Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche erwiderte: Nein, Vater Abraham, nur wenn einer von den Toten zu ihnen kommt, werden sie ihr Leben ändern. Doch Abraham antwortete ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann wird es sie auch nicht überzeugen, wenn jemand vom Tod aufersteht. Ja, in Abrahams Schoß sein. Dieses Sprachbild, diese Redensart kommt aus dieser Geschichte. Der Arme ist es, der so ein gequältes, schreckliches Leben hatte. Und der reiche Mann, der dann erstickt und wenigstens seine Familie retten will. Jesus erzählt diese Geschichte, weil es ihm um die Gerechtigkeit geht. Gerechtigkeit, wie kann das aussehen? Normalerweise denken wir, wenn alle gleich viel bekommen, dann ist es gerecht. Und ich habe heute mal einen besonderen Altar aufgebaut. Schaut mal hier vorne hin. Auf der einen Seite im Altar stehen einige Sachen aus meiner Speisekammer, was ich so da habe an Vorräten. Lauter leckeres Essen, Bio-Würstchen und Kaffee, Cornflakes und Knäckebrot, Nutella und Kekse. Auf der anderen Seite des Altars steht eine Schale mit nichts als Reis. Und so ist es eben in der Welt verteilt, der Reichtum und die Armut. So sieht es vielleicht auch hier unter uns aus. Wenn wir hier mal über Geld reden würden und jeder sagen würde, was er hätte an Einkommen und auf der hohen Kante, dann würden wir merken, auch hier ist es ungerecht verteilt. Oder wenn wir unseren Ort hier angucken, Stockstadt. Es gibt Menschen, die haben keine Bleibe, die wohnen außerhalb im Container. 2 sind es, glaube ich, in Zeit oder im ehemaligen Bauhof in diesem Fachwerkhaus jetzt und suchen, dass sie wieder ein eigenes Zuhause finden. Und wir wissen, es gibt andere, die bauen sich Häuser und haben Autos und können sich viel leisten. In unserem ganzen Land gibt es Arme. Es gibt seit einigen Jahren eine Armutsstatistik und
die sagt, dass fast jeder Fünfte arm oder von Armut bedroht ist. Mehr Frauen als Männer, mehr junge Leute als mitten im Leben und unter den Betagteren sind es vor allem Rentnerinnen, ältere Frauen, die von Armut bedroht sind oder in Armut leben. Und wenn wir dann unseren Blick in die ganze Welt richten, und jetzt in dieser Corona-Zeit wird uns ja viel gezeigt, wie in anderen Ländern die Menschen jetzt mit dieser Pandemie und ihren Folgen auch auf das Wirtschaften umgehen müssen, dann sehen wir, wie die Ungerechtigkeit weltweit herrscht. Es gibt Menschen, die können sich nicht an Hygieneregeln halten, weil sie gar kein Wasser haben zum Händewaschen, keine Seife und schon gar kein Desinfektionsmittel. Ein Land wie Indien zum Beispiel, da sind nicht nur die Bettler und die Obdachlosen von diesem Ausgehverbot betroffen, das die Regierung erlassen hat, sondern ganz viele mit ihrer täglichen Arbeit, die Erntehelfer in der Landwirtschaft, die Teepflückerinnen, die Straßenverkäufer, die Rikscha-Fahrer, die Näher, die Müllsammlerinnen, all die Haushaltshilfen und Reinigungskräfte, niemand von denen kann arbeiten gehen. Und die Statistik sagt, dass es in Indien 400 Millionen Menschen gibt, die keine reguläre Arbeit haben, die davon leben, was sie jeden Tag verdienen. Und wenn sie nicht aus dem Haus gehen dürfen, dann können sie auch nichts verdienen und können sich nichts zu essen kaufen. Für sie ist die Alternative zurzeit entweder sich mit Corona infizieren und vielleicht krank werden oder ganz sicher verhungern. Und was würden wir tun in so einer Situation? Würden wir nicht auch im Schutz der Dunkelheit rausgehen und irgendwas machen? Irgendwas im Müll suchen, was wir vielleicht jemandem verkaufen können, damit wir unseren Kindern Essen geben? Arme. Arme gibt es überall, unter uns und weltweit. Und Arme gibt es auch zu allen Zeiten, auch zur Zeit Jesu. Wenn wir so in die Geschichte gucken, ins Mittelalter oder erst recht in die Zeit der Bibel vor 2000 Jahren, dann denken wir, naja, da waren ja alle arm. Manche waren halt Bauern, andere waren Fischer, wieder andere waren Händler. Aber es gab auch zur Zeit Jesu diese großen Gegensätze. Und es gibt eine Stadt, die kommt nicht in der Bibel vor. Die ist aber archäologisch ganz spannend. Die heißt Zippora, also hebräisch heißt sie Zippori und griechisch Sephora. Da ist heute in der Nähe auch eine Stadt, aber damals war es eine neu gegründete, von den Römern neu gegründete Stadt. Nur 8 Kilometer nördlich von Nazareth, also dem Ort, wo Jesus seine Jünger gefunden hatte, wo er lehrte, auf einer Anhöhe. Sie war weithin sichtbar. Sie hatte Straßen, die waren mit Marmor gepflastert. Und es gab große Paläste, große Villen. Es gab eine Bürgerbasilika auch mit Marmorböden, mit weißem Marmor, mit reichen Wandgemälden. Es gab 2 Märkte, auf denen reger Handel betrieben wurde. Und es war natürlich klar, es gab eine reiche Oberschicht. Es gab einen Mittelstand, die etwas erwirtschaften konnten, die vom See hochkamen mit ihrem Fisch oder die ihre landwirtschaftlichen Produkte, ihre Stoffe, ihre Töpfer und Metallwaren verkauft haben. Aber dann gab es eben auch die keine Rechte und keine Versorgung hatten. Das waren alle die nicht arbeiten konnten, weil sie krank waren, weil sie alt waren. Es waren verwitwete Frauen, um die sich niemand kümmerte. Und es gab natürlich in dieser römischen Stadt auch Sklaven. Überall im Römischen Reich wurde die schwerste und die niedrigste Arbeit von Menschen gemacht, die im Dunkeln lebten, die überhaupt keine Rechte hatten, außer vielleicht eben ein Dach über dem Kopf und ein bisschen zu essen, wenn sie nicht irgendwann in die Freiheit entlassen wurden von ihren Herren. Und so kannte das Jesus. Jeder kannte es zur Zeit Jesu. Das Eintreten für die Armen. Das ist wie ein roter Faden in unserer Bibel, schon in den Jahrhunderten vorher. In den 5 Büchern Mose steht, dass im Gericht das Recht der Armen nicht gebeugt werden soll. Die Propheten sagen immer wieder, es gibt ein Strafgericht über euch als Volk, wenn ihr nicht euch um die Armen kümmert, wenn ihr nicht für Gerechtigkeit sorgt. Und wenn
jemand schlecht über Arme gesprochen hat, so sagt es in das Buch der Sprüche, dann ist es so, als würdest du schlecht über Gott selber sprechen. Und in Psalm 35 zum Beispiel wird Gott als Beschützer der Armen gepriesen. Und die Bibel sieht natürlich auch den Reichtum an. Reichtum als Ergebnis von Schutz und Segen. Es wird nicht davon gesprochen, dass alle arm sein sollen, sondern Wohlstand und auch viele Kinder, die man versorgt mit viel Vieh, mit einer großen Ernte, das ist ein Ausdruck göttlichen Segens über eine Familie, über ein Volk. Was aber die Bibel immer kritisiert, ist, wenn der Reichtum sich gegen Arme richtet, wenn Arme in ihrer Not nichts zu essen bekommen, wenn sie ausgeschlossen werden. Armenfürsorge ist eine Aufgabe für alle, und zwar vor allem für die, die etwas zum Teilen haben. Und diese Wirklichkeit, die schon über Jahrhunderte dieses Volk Gottes durchdrungen hatte und das immer wieder zu hören bekam, damit war natürlich auch Jesus vertraut. Er trug es in seinem Herzen, diese Verantwortung und den Blick auf die Not der Armen. Er hat ja jeden Menschen gesehen, auf Augenhöhe, so wie er oder sie war. Und dann gab es eine Begebenheit, die wird uns auch in der Bibel erzählt, da nimmt Jesus direkt auf Armut und Reichtum Bezug. Und zwar ist es kurz vor seinem Tod, es wird im Matthäusevangelium im 26. Kapitel erzählt, da kommt eine Frau mit einem kleinen kostbaren Gefäß und sie öffnet es und darin ist eine parfümierte Ölsubstanz und damit salbt sie Jesus, gießt ihm das wie ein Pflegeöl, wie ein kostbares Parfüm über den Kopf. Und die Jünger sehen das und dann regen sie sich auf. Das ist so was Teures, das Geld, 300 Denar, das hätte man den Armen geben können. Und da sagt Jesus etwas. Er sagt, Arme habt ihr immer bei euch, mich aber nur noch eine kurze Weile. Er lässt es geschehen und er würdigt es. Und er tut, wenn man darüber nachdenkt, damit noch etwas Zweites. Er sagt, ich, der ich mich auf die Seite der Armen stelle und der immer für die Notleidenden da gewesen ist, auf allen Wegen, bei allen Begegnungen, ich werde hier gesalbt von dieser Frau. Und damit wird mein Eintreten für die Armen gesalbt und erhöht. Das ist kostbar, dass ihr das tut, was ich sage, wofür ich stehe. Den Armen helfen, der Armut entgegenarbeiten. Das haben seine Freunde dann schnell verstanden und seine Freundinnen und auch die Urkirche. Die Berichte der ersten Christengemeinschaften sagen, dass sie alles geteilt haben, das Essen und ihren Besitz. Sie haben zum Teil sogar ihre Häuser verkauft. Aber auch da ging es schnell vorbei. Es kam wieder Streit und Unstimmigkeit über die Fragen von Gerechtigkeit. Aber die Diakone, die es in den ersten Gemeinden überall rund ums Mittelmeer, wo immer christliche Gemeinden sich gebildet haben, gegeben hat als Amt, das waren die ersten Sozialarbeiter der Kirche. Und unsere Diakonie steht bis heute in dieser Tradition. Unsere Diakoniestation hier in Stockstadt, viele Heime, viele Krankenhäuser, auch unsere Kindertagesstätte gehört dazu. Arme werdet ihr immer haben. Unserem Altar heute kann man es ansehen. Armut gibt es zu jeder Zeit und an jedem Ort. Aber ich möchte den Blick nochmal auf den Altar richten. In der Mitte steht das Kruzifix, unser Jesus. Und er schaut auf diesen reich gefüllten Teil des Altars. Und ich finde, er wird ganz schön bekümmert, wenn ich jetzt mal sage, das ist unser Reichtum. Das ist der Reichtum der 80% in unserem Land. Dieser Tisch hier vorne ist der Altar. Es ist der Altar Jesu. Dort feiern wir Gemeinschaft mit Jesus, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Brot und Wein teilen. Wenn wir Brot und Wein teilen, teilen wir es alle, Reiche und Arme. Niemand nimmt sich, jeder bekommt. Und es ist für mich ein Bild dafür, dass Jesus uns mit unserer eigenen seelischen Bedürftigkeit in Verbindung bringt. Wir möchten festhalten, wir möchten besitzen, wir möchten Sicherheit haben. Wir möchten uns in Sicherheit wiegen,
statt in Abrahams Schoß gewiegt zu werden. Jesus speist unseren geistlichen Mangel, nicht damit ich habe, sondern damit alle satt werden. Alle. Amen. Barmherziger Gott, ich danke dir für den Trost und Hoffnung, die du uns in Jesus schenkst. Du gibst nah in allem Glück, aber auch Leid und Schmerz. Wir hoffen auf dich über dieses Leben und seine Grenzen hinaus. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen. Wir bitten dich für die, die alt geworden sind. Wir bitten dich für alle, die krank sind. Wir bitten dich für alle, die mit einer ungewissen Diagnose klarkommen müssen. Gott des Lebens, ich danke dir für meine Familie, für Eltern und Vorfahren, für Geschwister und Freundinnen. Du schenkst uns eine leibliche und eine geistliche Familie. Wir bitten dich darum für unsere Kinder und alle Kinder. Wir bitten dich für unsere Freundinnen und Freunde. Wir bitten dich für unsere Nachbarschaft und unsere Regierungen. Wir bitten dich für unsere Kirchengemeinde hier und für die Christen weltweit. Gott, du bist unser Gott, du hilfst zum Leben, wecke in uns diesen Glauben und erhalte uns der Gemeinschaft der Christen, heute und an jedem Tag. Amen. Und wir beten miteinander das Gebet Jesu, das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Segne uns, Gott mit seiner Gerechtigkeit, die über alle gesprochen ist. Er stärke unser Herz und unsere Hände. Jesus, der geholfen hat und der uns immer neu zur Seite steht. Er begleite uns bei dem, wo wir Unrecht leiden und selber Hilfe in Anspruch nehmen. Und die Heilige Geistkraft, die uns immer wieder neu inspiriert. Sie gebe uns das rechte Wort und die rechte Tat zur rechten Zeit. So segne und bewahre uns der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und die Heilige Geistkraft. Amen. Steal away.